Hallo, meine Lieben. Ich grüße euch, ich bin die Kujai Lorena. Und ja, die Zeit ist so vergangen und wir sind endlich im November, in der energetischen Schwingung von November. In diesem Moment, ich weiß es nicht, wo ich beginnen darf. Ich stelle fest, dass es gibt erstmal viel Unruhe in Bezug auf die Zeit, die auf uns kommt. Es sind so viele Verarbeitungsphasen, die schon angefangen haben und auch Bearbeitungsphasen. Genau heute befinden wir uns in der Schwingung von Samhain, obwohl wir noch nicht Vollmond erlebt haben. Samhain würde in der heidnischen Tradition, die keltische Tradition, die germanische Tradition erlebt, genau in der Vollmondphase. Und diese Vollmondphase bedeutet die Aktivierung von etwas, wo du deine Absicht hineingibst. Desto trotzdem durch die gregorianische Kalender Samhain findet genau jetzt statt, oder was wir als Halloween kennen, ist genau der letzte Tag von Oktober. Wenn du ein bisschen analysierst den Namen von den Monaten, Oktober und November. Oktober kommt von 8. Ocho auf Spanisch, die romanische Sprache. Und wir wissen, dass der gregorianische Kalender ist durch den Papa Gregorius verändert. Damals hatten wir den römischen Kalender. Und der römische Kalender hat dementsprechend auch die romanische Sprache eingesetzt, klar. Oktober kommt von 8, November kommt von 9, Dezember kommt von 10. Und um uns in noch mehr die Verwirrung hineinzubringen, würden den Namen von den Kalender anderweitig eingesetzt oder würde der Name verändert. November 9 würde als dem Monat 11 eingesetzt, um noch mehr Verwirrung zu erleben. Was will uns eigentlich die Zahl 9 sagen? November bedeutet von der Zahl 9 die Vollendung. Irgendwas geht zu Ende, irgendwas stirbt, damit etwas neu geboren werden darf. Nach der astrologischen Sicht, nach was die Signale, die uns, die Sternen und den Planeten, unsere Vatersonne und unsere Mondin signalisiert. Es findet im November irgendwas Wichtiges statt. Eigentlich etwas, wovon wir uns die letzten Monate vorbereitet haben. Anfang November wird eine ganz wichtige Ereignis stattfinden. Und zwar
es findet einen, wie nennt man das, ein Eclipse lunar. Eclipse lunar heißt eine Mondfinsternis. Wir wissen, dass wenn der Vollmond stattfindet, ist, wenn der Mond am weitesten entfernt von der Sonne ist. Und wenn der Mond so weit weg von der Sonne ist, dann kommt dieses Schreien nach Emotionen und Gefühlen, weil die weibliche kosmische Energie so weit weg entfernt von der männlichen. Und das ist die Zeitphase, in der wir Menschen am emotional sind, weil unsere wundervolle Mondin ist diejenige, die uns die Gefühle und die Emotionen in uns auf höchstem Niveau aktiviert. Und das darf sein. Nur was passiert in der Zeit? In der Zeit, in der diese Mondfinsternis stattfindet und dass wir fast bevor die Mitte November stattfindet, bedeutet, dass circa 10 Tage vor dieser Mondfinsternis beginnt eine energetische Einfluss von dieser Mondfinsternis im Planet Erde stattzufinden. Und das ist fast der ganze Einfluss in den ganzen Monat. Nicht so mächtig wie ein Vollmond, nicht so mächtig wie ein Neumond. Weil diese Mondfinsternis hat eine außergewöhnliche Kraft in diesem Monat, was ziemlich ungewöhnlich ist. Und zwar diese Mondfinsternis aus unklärlichen Gründen wird die ganze Planet Erde beeinflusst, was die sich ein bisschen mit den Sternen auseinandersetzen. Ihr wisst, dass üblicherweise diese Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis beeinflusst vielleicht die halbe Erdkugel oder ein Drittel oder wie auch immer. Aber diese Mondfinsternis beeinflusst fast die ganze Planet Erde, was sehr unheimlich ist. In eine Mondfinsternis, abhängig davon, welche Planeten beeinflusst werden oder welche sind die Planeten, die sich in dieser Linie befinden, wird dieser Einfluss von diesen Planeten, die in dieser Linie sich befinden, eine energetische Schwingung in unser Planet Erde geben. Wir wissen, dass jeder Planet hat ein Bewusstsein, hat fast eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit, ich versuche das euch auf diese Art und Weise zu erklären, damit ihr mich ein bisschen versteht, worum es geht, ist, was in unserem Planet Erde stattfinden wird. Im November findet irgendwas Unschönes. Unschönes bedeutet nicht, dass ich möchte euch natürlich keine Angst geben, sondern es passiert etwas, was uns dazu bringt, unverzüglich aus unserer Komfortzone rauszugehen. Und das ist unschön, weil wir lieben, auf unserer Couch zu sein, oder? Es ist Zeit eine drastische Veränderung. Wir haben ja schon gesehen, was mit den Vulkanen stattgefunden ist. Hawaii ist besonders getroffen jetzt. Und wir wissen auch, dass Hawaii befindet sich quasi in der Mitte von unserem vergessenen Kontinent.
Das Herz von diesem vergessenen Kontinent hat angefangen zu pulsieren. Und das bewegt Erdschichten. Was in La Palma stattfindet, scheint und ist sehr schmerzhaft für alle diese Menschen, die dort wohnen, weil sie sind dabei, alle ihre Träume, ihre Existenz dort zu verlieren, zu verändern. Eine drastische Veränderung findet für diese Menschen statt. Und üblicherweise natürlich, eine Veränderung ist nicht immer von Glück besonnen, sondern von Trauer. Trotz allem, ein Neubeginn darf stattfinden. Es ist mir nicht bewusst, ob noch Menschen in der Insel sind. Viele haben das Gefühl, dass sie eine besondere Aufgabe vor Ort haben. Ich bitte euch allen, sorge für dich, für deine Familie, für deine Tiere. Und ich bitte dich, geh dorthin, wo du atmen kannst. Die Giftstoffe von diesen Gasen sind nicht gesund für unsere Gesundheit. Dasselbe, wenn du mich verstehst, wenn du in der Nähe von Vulkanen bist, sorge für dein Atemzug, weil Atmen bedeutet Leben. November ist der Monat der Vollendung. Und November beginnt mit unserem Samhain-Fest. Üblicherweise, ihr wisst, ihr kennt mich ein bisschen, die mich ja schon ein bisschen kennen. Ich bevorzuge diese Botschaften für das Monat, für die Monate, wenn der Monat schon angefangen hat oder knapp angefangen hat. Nur mein Herz hat mich hierher gebracht, weil es werden viele Sachen über diesen besonderen Fest gesprochen, was irreführend sind. Samhain ist der erste Tag, der energetisches Jahr laut die keltische Tradition, laut eurer Tradition, laut der germanischen Tradition, der heidnischen Tradition, ist der wahrhaftige Silvester. Und es wird gesagt, dass Halloween ist die gruselige Fest, die eingesetzt wird für die dunklen Mächte. Ich kann nur euch sagen, wo schenkst du die Aufmerksamkeit? Es werden viele gruselige Sachen gesagt über dieses Fest. Nach Papst Gregorius würde ein Gesetz, dass der erste Tag November sollten für alle Heiligen oder unsere Verstorbenen gefeiert werden. Und es ist wahr. Es ist die Zeit, in der wir die Chance haben, zumindest einen Tag in dem ganzen Jahr die Möglichkeit gemeinsam zu haben, unsere Ahnen zu ehren, unsere Wurzeln zu ehren. Solche Menschen, die vor uns gelebt haben und eine Erbe hinterlassen haben, ein Name.
es wird gesagt, dass gruselige Rituale gemacht werden. Was ist gruselig? Was ist gruselig? Wohin geht deine Bewertung? Bewerte niemand. Die Liebe bewertet nicht. Sei du die Liebe. Im Universum existiert weder das Gute noch das Böse, schlecht oder gut, weil das ist eine Bewertung. Die sind Erfahrungswerte, die wir anhand unseres Lebens erlebt haben und dann bewerten wir durch diese ursprünglichen Erfahrungswerte Sachen, die für uns gut sind oder nicht gut. Die Liebe empfängt und die Liebe gibt. Die Liebe bewertet nicht. Samhain, an dieser besonderen Nacht, weil das war natürlich in der Nacht, ist, wenn der Tag zu Ende geht und ein neuer Beginn ist, den Tag, der wieder Anfang für ein neues Jahr. Ist der Tag, in dem die Druiden gesegnet würden, weil eine neue Zeitphase beginnt. Das Alte muss sterben, damit was Neues neu geboren werden darf. Natürlich, dieses Bewusstsein würde immer missbraucht, alles würde missbraucht. Was erschreckt uns? Wir haben über Tausende von Jahren so gelebt. Ja, aber in diesem Fest, es wird gesagt, es werden Unschuldigen geopfert. Ja. So haben wir über Tausenden von Jahren gelebt. Es ist einfach heftig. Nur ich frage dich, und wahrscheinlich werde ich hier die Empfindsamkeit von vielen von euch durchbrechen. Hast du dich von Blut ernährt? Es wird gesagt, ja, dass wir haben Fleisch zu essen, weil sonst würden wir von unserem Eismangel leiden. Und es ist wichtig, so wie anderen Tieren es tun. Ich frage dich. So wie ein Tiger verfolgt ein Hase, weil er Hunger hat. Er macht es trotz allem mit Achtsamkeit. Und es entsteht eine Kette, die Kette des Überlebens. Der Stärker ernährt sich von den Schwächen. Und sogar das Essen ist ein Ritual. Ich möchte hier rum versuchen, dir so klar zu werden. Das alles hat einen Grund zu sein. Du bist wichtig. Und so wie du denkst, die Informationen, von denen du dich ernährst, sind die Informationen, die du selbst verdauen wirst. Und irgendwann bist du
die Energie von der Information, von denen du dich ernährt hast. Und wenn du dich ernährst von Informationen, die dir Angst machen, dann du bist Angst. Und wir haben schon über dieses Thema gesprochen. Wir haben immer zwei Türen. Die Liebe, die Tür der Liebe des Lebens oder die Tür der Angst. Wenn wir die Angst ernähren, ernähren wir niedrigen Energien. Und wenn wir niedrig von Information hält, schwingen, dann öffnen wir Türen von niedrigen Energien, die in unser Körper reinkommen können. Besetzungen, Anhaftungen, Kälte. Das ist deine freie Entscheidung. Wenn du dich von dieser Ängste befreien möchtest, dann laufe einfach barfuß und beginne hier und jetzt zu kommen. Verbinde dich mit Mutter Erde, fühle unsere deine Fußsohlen, die Kraft, die unsere Mutter hat. Fühle sie. Atme von deinem Herzen ein, atme von deinen Fußsohlen aus und stell dir vor, wie deine Wurzeln tief in die Erde hineinwachsen. Und lass es in die Erde hineinfließen. Und verbinde dich in der Mitte der Erde mit dem Herzen von unserer Mutter Erde. Und erlaube dir auch zu sehen, wie deine Wurzeln um sich herum weiter wachsen. Und vielleicht spürst du, dass nicht nur deine Wurzeln da sind, sondern die Wurzeln von anderen Menschen und von Bäumen. Die Bäume. Weißt du, wer sind die Hüter von unserer Mutter Erde? Bäume. Die Bäume haben eine mächtige Vernetzung unter der Erde und oberhalb. Sie wachsen Richtung der Sonne. Und sie verwurzeln sie alle unter der Erde und sie verbinden sich zueinander. Pflege deine Ahnen, weil deine Ahnen und ihre Schwingungsenergie befindet sich unter der Erde. Da unter der Erde befindet sich das Wissen, unsere ganze Planet Erde. Mutter Erde bewegt sich. Unser Planet Erde beginnt sich an ihr Achse zu verändern. Die Sonne entscheidet es und die Sonne ist dabei auch sich zu verändern. Im Oktober, wir haben festgestellt, dass es waren Sonnenstürme. Was heißt, dass die Schwingung von unseren Sonnen, von unseren Sternen dabei ist, sich zu verändern. Und wenn das stattfindet, dann die ganzen Planeten um ihn herum beginnen sich zu verändern. Und die erste Veränderung energetisch gesehen wird in jeder Planet erkannt durch die Achseverschiebung oder die Winkel wird sich verändern. Und wenn diese Achse sich verändert, dann entsteht eine gravitatorische Veränderung in unserem Planet. Und wenn unser Planet erfährt diese gravitatorische Veränderung, findet eine
Veränderungen statt in der physischen Körper unserer Planet Erde. Du siehst es schon, es finden auch Erdbeben statt. Alles beginnt sich anders zu verändern. Die Vulkane zeigen uns dafür, dass von innen nach außen Eruption von Feuer, von transformatorischen Kräften im Gange sind. In der Erde finden transformatorische Ereignisse, so wie innen im Außen. Und im Außen leben wir. Wir sind die grünen Menschen. Und die blauen Menschen leben in der Mitte der Erde. Die Drachen kommen raus. Die Drachen sind unsere energetischen Helfer, die durch die Eruption von allen Vulkanen freigesetzt werden, um Ordnung zu bringen, um eine energetische Ordnung zu bringen. Wenn die Erdschichten sich bewegen, entstehen vulkanische Ausbrüche. Wenn vulkanische Ausbrüche stattfinden, ist mehr als bedeutungsvoll. Und wir wissen, dass in La Palma eine Erhöhung von der Erdschicht schon stattgefunden ist. 6 Zentimeter habe ich vor 5 Tagen erfahren, also Ende Oktober. Wir haben gesprochen, dass unsere vergessener Kontinent beginnt aufzusteigen. Die Erde bewegt sich weiter im November. Und wie? Und wenn die Erde sich bewegt, entstehen starke vulkanische Ausbrüche, als auch Wasserbewegungen. Wenn du in der Nähe von besonderen Placken, die in Bewegung sind oder bekannte Placken. Geh irgendwo anders, wo es keine Narbe der Erde gibt. Zumindest im November. Und wenn du es nicht vermeiden kannst, dass es ist in Ordnung. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht angesprochen fühlst, dann alles ist in Ordnung. Das Wasser bewegt sich. Das Wasserniveau wird sich auch erhöhen. Okay? Ich weiß es nicht, wo. Dafür haben wir sehr gute Wetterradare. Beobachte. Sorge für gute Nahrung. Weil wir wissen, dass wenn ein paar Wasserprobleme gibt, gibt es auch Mangel an Lieferung von unterschiedlichen Sachen. Sorge bitte für Nahrung. Und wie nie zuvor, verbinde dich mit Mutter Erde. Je mehr du in diese Kraft und diese Energie bist,
desto mehr dein Platz in eine gesegnete energetische Schwingung bleiben wird. Wir wissen seit Monaten, dass es würde immer gesprochen über Mangel, und wir sind in Mangel. Wir haben gesehen, dass die Covid die ganze Planet Erde in Bewegung gebracht hat in dieser Pandemie, und wir leben schon irgendwie in Mangel, weil alles funktioniert nicht so, wie es sein soll. Und im November kommt die Vollendung von einer Phase. Vollendung. November. Wir haben seit langem her auch gewartet auf diese finanzielle, wirtschaftliche Crash. Der findet auch statt. Was soll man tun? Ich bin keine Wirtschaftsexpertin. Ich kann nur dir sagen, eine gut verdiente Veränderung findet jetzt statt. Und die Zeit, der inneres Gefühl, unsere Urveränderung wird jetzt gefragt. Menschen werden gehen, neue kommen. Deine alten Strukturen, so wie in außen und innen, deine alten Strukturen werden auseinandergebracht. Und das ist wichtig. Ohne Veränderung keine Erneuerung. Wir waren über Tausenden von Jahren Sklaven. Und jetzt wollen wir in unsere Selbstermächtigung kommen. Wie sollte es bitte schön stattfinden? Ohne diese riesige Chance, die uns diese Pandemie uns geschenkt hat. Ich bitte dich drum. Höre dein Herz. Komm in hier und jetzt. Sei sinnlich. Fühle deine Nacken. Füße, die sich verbinden mit der Liebe und der Kraft von unserer Mutter Erde. Atme. Fühle. Sorge für dich und verabschiede dich von deinem Plan, weil es gibt keinen Plan. Es gibt nur dein Schicksal, die dir bewusst war, bevor du inkarniert hast. Und dein Schicksal will nur dich erinnern, wer du wahrhaftig bist. Erinnere dich immer, wir sind Liebe. Wir sind einfach Liebe. Warum entstehen diese psychischen Krankheiten? Und wir wissen, alles beginnt von unserer Psyche und danach materialisiert sich in unser Körper. Die psychischen Krankheiten entstehen durch Mangel an Liebe, weil wir uns nicht geliebt fühlen, weil wir in der Kindheit nicht geliebt würden, sondern vielleicht missbraucht. Es geht nur um Liebe. Wenn du Kinder hast, behüte sie durch die Kraft deines Herzens. Hier interessiert nicht mehr diese materielle,
sondern es geht um diese göttliche, mächtige Kraft, die die mächtigste ist von allem, was im Planet Erde und überall existiert. Und das ist die Liebe. Jetzt möchte ich nicht über Außerirdische und Hybriden reden, weil sogar diese Wesen fühlen sich angezogen von dieser Kraft, die wir Menschen haben. Und das ist die Liebe. Wir sind unsterblich, weil wir lieben. Wenn du hörst auf zu lieben und du stirbst, du wirst dich verlieren. Du hast keinen Weg mehr. Sei die Liebe. Sei die Ermächtigung in dein Leben. Suche nicht mehr. Bleib stehen. Verwurzel dich und beginne zu fühlen. Bedanke dich für alles, was du bis heute gelebt hast. Schau nicht mehr zurück. Schau nicht mehr nach vorne. Schau, wo du bist. Und schau, was du alles bis um heute erreicht hast. Und sag einfach Danke. Und wie mächtig ist dieses Wort Frieden. Drei Schritte. Bewusst zu werden von alles, was du bis heute erreicht hast. Sei es Gutes, sei es Schlechtes. Achtung, Bewertung. Wir sind nur Menschen. Was für dich gut ist, für andere ist nicht gut. Und das ist egal, was die anderen von dir wollen, denken oder erwarten. Sie haben ihren eigenen Lebensweg. Und aus diesem Lebensweg und Erfahrungen haben angefangen zu lernen, Sachen zu bewerten, total anders, als du es tust. Weil ihre Eltern waren nicht deine Eltern. Die Erziehung war anders. Deswegen, bitte, vergleiche dich mit keinem Mensch. Versuche zu akzeptieren, dass alle Menschen um dich herum total anders sind wie du. Ich darf dich nicht bewerten, weil meine Erfahrungen anders sind wie deine. Ich höre auf damit. Fühle und kümmere dich um dich. Und du wirst merken, je mehr du für dich sorgst, desto besser wird es dir gehen. Und wenn es dir besser geht, alle um dich herum werden sich besser fühlen. Höre auf, deine Lieben zu bewerten. Lass sie sein. Das ist ihr Schicksal. Verliere nicht die Zeit, wenn du irgendwo anders schaust. Schau in dich hinein und folge der leisen Stimme deines Herzens. An diesem Tag feiern wir Samhain. Ehre, auch wenn es nicht Samhain ist, Ehre in diesem Monat von November, in dem die Vollendung stattfindet, in dem ein neues Jahr beginnt. Ehre als allererstens deine Herkunft, woher du kommst.
Und du wirst spüren, dass deine Wurzeln noch stärker werden, weil deine Ahnen sind deine Wurzeln, woher du kommst. Und egal woher du kommst, du bist einen Puzzleteil von diesem ganzen Spiel, von diesen ganzen Tatsache, die wir jetzt sehen. Ja, das Leben ist ein Spiel. Und ein Spiel ist mit Freude zu spielen. Mit Dankbarkeit. Mit Freude. Das Leben kann wie ein wundervolles Spiel gesehen werden. Du bist ein wichtiger Teil. Und du bist total anders als die anderen. Und du bist wundervoll. Danke, dass du in meinem Leben gekommen bist. Danke, dass dein Herz mich hier vor diese Kamera gebracht hat und dass ich zu deinem Herz sprechen darf. Ich fühle dich und ich liebe dich. Wir alle gemeinsam zusammen sind so wichtig für unsere Habitat, für unsere Planet Erde. Sei wie eine Blume, die du bist, sei wie der Baum, die du bist. Und umwandel dich in ein wahrhaftiger Hüter der Erde. Die Zeiten verändern sich. Ich persönlich gebe ich keine einzelnen Behandlungen mehr, weil die Zeit der Einzelsein allein sein geht zu Ende. Es geht jetzt um das Kollektive. Die Kreise, die Kreisbildung. Es gibt keine mehr oder besser als die anderen, sondern es geht um Kreise, in denen alle gleich sind. Das gibt Kraft zu Planet Erde. Das kollektive Bewusstsein wird so von gefragt und gebraucht. Ego heißt eins, allein. Das Ego hat keinen Platz mehr. Und das ist die Erneuerung von unserer Samhain, die jetzt in voller Kraft ist, ab heute. So wie die Erde sich verändert, sich transformiert, unser Körper transformiert sich auch. Vielleicht plötzlich hast du keine Lust mehr, Fleisch zu essen, sondern Licht. Pflanzen, die durch die Kraft der Sonne ernährt worden sind. Mehr Gemüse, mehr Reis, Kartoffel oder alles, was in deinem Garten wächst. Vielleicht hast du mehr Verdauungsprobleme, auch in Ordnung. Kopfschmerzen, auch in Ordnung. Lass los alles, was dich begleitet hat und nicht mehr für dich und das Kollektive dienlich ist. Die Zeit der Kreisbildung hat begonnen und dafür freue ich mich so sehr. Wie ich persönlich arbeite, ist durch kollektive Arbeit, durch unseren Frauenkreise, Frauen der Erde, oder durch Retreats, in denen Menschen sich verabredet haben, weil sie ähnliche Themen haben und kollektiv geheilt werden möchten.
Wir alle haben ähnliche Themen erlebt in der Vergangenheit. Und durch dieses Bewusstseinserhöhung und die kollektive Arbeit dürfen wir in Maßen gleichzeitig in ein neues Bewusstsein kommen. Gemeinsam, zusammen, das ist die Kraft der neuen Zeit nach unserer Samhain, nach unserem November. Es mögen alle Strukturen kaputt gehen, weil das Richtige ist, was bleibt. Wenn die Religionen beginnen, auseinander zu kollabieren, bedeutet, dass die Liebe wird immer siegen. Und dafür können wir uns nur freuen. Und dafür können wir uns dankbar sein, dass wir in dieser Zeit leben, weil wir es entschieden haben, weil wir uns alle verabredet haben. Für die neue Zeit des Friedens. Wir haben so lange gewartet. Und es ist Zeit, in Vertrauen Hand in Hand zu gehen. Das Wasser erhöht sich, weil die Kraft der Weiblichkeit kommt jetzt in ihr Gleichgewicht. Wir sprechen nie über Feminismus. Nein. Wir sprechen um die Gleichheit zwischen weiblich und männlich. Wir sprechen um die Gleichheit zwischen Weiblichkeit, Männlichkeit, damit wir eins werden dürfen. Die Zeit, in der die goldene Schlange aktivieren werden darf, ist gekommen. Ich bitte dich um eine kleine Meditation mit mir, mit uns zusammen. Und ich möchte dich einladen, dich zu verbinden mit dein Drache, der aus der Innererde kommt. Mit dein Drache, die dich behüten möchte und die Kontakt mit dir aufnehmen mag, damit du dich erinnern kannst, wer du wirklich bist und was für eine Aufgabe du in diese chaotische Zeit erleben darfst. Nach dem Chaos kommt die göttliche
Ordnung. Und das darf geschehen. Bitte schließe mit mir deine Augen. Atme tief ein und aus und beim Ausatmen schwing die Aufmerksamkeit an deine Fußsohlen und beim Ausatmen beobachte, wie deine Wurzel tief und immer tiefer Richtung die Mitte der Erde wachsen, wie sie sich mit dem Herzen von Mutter Erde verbinden. Atme tief von deinem Herzen ein und atme von deinen Fußsohlen aus und beobachte, wie noch deutlicher das Herz von Mutter Erde sich zeigt. Beobachte ihren Narben und beobachte, wie deine Wurzeln durch ihr Narben, durch ihr Riesen hindurchwachsen und wie sie das Herz von Mutter Erde heilen, sanft. Und jetzt ein gigantisches Licht von dem Herzen von Mutter Erde ist entstanden. Und dieses Licht will durch deine Wurzelchen durchfließen und dein Körper erreichen. Atme von deinen Füßen ein, atme von deinem Herzen aus und beobachte, wie dieses Licht, diese Kraft, diese mutterliche Liebe erreicht deinen Körper, deine Füße, deine Waden, deine Hüfte, deine Wirbelsäule, deine innere Organe, dein Nacken, dein Kopf, deine Schultern, deine Arme, deine Hände. Eine besondere Wärme sich spüren lässt unterhalb der Erde. Und diese Wärme lässt sich spüren, weil irgendjemand Besonderes genau vor dir sich zeigen mag. Lass ihn kommen. Lass ihn sich zeigen. Vielleicht mit den Augen deines Herzens schaffst du zu fühlen, zu sehen, dass jemand aus inner Erde genau für dich sich zeigt. Jemand, der dich behüten mag und mit dir Kontakt aufnehmen braucht. Du hast jetzt die Zeit, dich mit ihm in eine Kommunikation zu verbinden, weil er jetzt dir was Wichtiges zu sagen hat. Jetzt. Oh, hey, yeah, hey, hey, yeah, hey. Oh, hey, yeah, hey, yeah, hey. Hey, yeah, hey, hey, hey.
Hey, ja, hey. Hey, ja, hey. Hey, ja, hey. Hey, ja, hey. Hey, ja, hey. Bedank dich bei deinem Freund oder Freundin. Vielleicht er mag dir seinen Namen erwähnen oder sein Lichtfarbe oder seine Schwingung, bei dem immer, wenn du ihn oder sie brauchst, eine Art von Verbindungsruf erzeugen darfst. So viel ich erkennen darf, er wird immer in deiner Nähe bleiben, weil er die reinste Liebe der Erde ist. Und dich behüten darf, wenn du es erlaubst. Bedank dich bei ihm und du kannst ihm sagen, du darfst dorthin gehen, wo du hingehörst. Vielleicht er verabschiedet sich und durch diesen Weg auf deine Art und Weise bitte ich dich drum, in Dankbarkeit, beginne deine Zehenspitzen zu bewegen, deine Fingerspitzen, atme tief ein und aus. Fühle jede Zelle deines Körpers und beobachte, wie jede Zelle deines Körpers lächelt. Fühle die Dankbarkeit und die Liebe in dir. Und wenn du das Gefühl hast, dass eine Sorge oder ein Schmerz ist, fühle die Kraft der Liebe in dir, die Dankbarkeit und sag erstmal Danke, weil es dich, wundervolle Seele, gibt. Und wenn diese Sorge für dich noch sichtbar ist, umgib mit einem Mantel der Dankbarkeit diese Sorge um. Und beobachte, wie diese Sorge verschwindet. Atme tief ein und aus, fühle deinen Körper. Atme tief ein, Luft anhalten. Zähle von 21 bis 23, atme aus, fühle deinen Geist. Atme tief ein, Luft anhalten, zähle 21 bis 23, fühle deine Seele. Und atme langsam ein. Und aus. Integriere Körper, Geist und Seele. Und wenn du bereit bist für dein Wiedergeburt, weil die Vollendung stattfinden darf, öffne deine Augen und sei du die Veränderung in deinem Leben. Wenn du dich veränderst zum Wohle aller Beteiligten, möge dein Umfeld zum Wohle aller Beteiligten auch verändern. Geh aus deiner Komfortzone raus und tue endlich, was du dir immer gewünscht hast zu tun, endlich fortzusetzen, beginnen oder einfach tu es. Danke, dass es dich gibt.
Und danke, dass du zugehört hast. Ich habe hier meine Annika dabei. Ich weiß, dass einige von euch wollten unbedingt die Annika sehen. Komm, Annika. Und ich sage auch euch, bis bald. Tschüss.